Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kreativ und Verspielt. Neben mir seht ihr den Benny und an meiner Seite die Nicke. Heute habe ich mir auch mal eine Box gegönnt, beziehungsweise habe ich sie mir vor einiger Zeit schon vorbestellt und heute kam sie endlich an, denn die kommt erst am Freitag raus. Genau, am Freitag kommt sie erst raus. Heute ist der 5. der 6. Mittwoch. Ach so, meine Uhr geht falsch. Bei meiner Uhr steht der 6. Es ist ja auch der 6. Nee, der 5. meine ich. Ich bin verwirrt. Egal, ich will auspacken. Und zwar habt ihr es im Titel schon gelesen. Ich habe mir die Box zum Zuhälter-Tape 5 bestellt. Von Kollega, mit der ich die Nicke dann standesgemäß beschallen kann im Wagen. Da wird sie sehr begeistert sein von kriminellem Sprechgesang, der Rap, den ich höre. Der kommt von den Digimon-CDs. Das ist so schlimm. Digimon. Digimon-Sachen, die sind so schlimm. Diese Raps, ey. Ich denke dann immer, warum haben die nicht einfach irgendwelche Rapper genommen? So für Digimon zum Beispiel Fettes Brot. Fanta 4 von mir aus auch damals. Gut, ja, vielleicht aber vielleicht teuer, hat das nichts gepasst zu Digimon. Pass auf, wir kennen deinen Mann. Nee. Oder die hätten den wenigstens fragen können, ob die die Texte so schreiben und so ein bisschen vorrappen für den Flow halt. Also das float nicht so. Also gut. Mich haben sie total geflowt. Aber jetzt zeig mal, was du hier hast. Ich zeig's jetzt endlich. Hier ist sie. Das sieht ein bisschen hässlich aus, weil das schade ist, da war jetzt keine Umverpackung drum. Und da war einfach der Adressaufkleber drauf. Was ich aber schön finde, ist, dass tatsächlich das Feld aufgedruckt wurde, wo der Adressaufkleber reinkommt. Das heißt praktisch, wenn man sich hier hinsetzt und 3 Stunden lang das Zeug abbiebelt, hat man praktisch die Box blanko. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt keine Lust, so lange dran rumzubiebeln. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich die aufhebe, den Karton. Das ist der bosshafte Versandkarton. Also hier steht drauf, bosshafter Inhalt. Attention, Vorsicht. Attention, wollte ich sagen, aber es ist ja Attention. Handle with care. Bosshafter Inhalt am Rand, standesgemäß, Kollege. Hier auch Alpha Music Empire sehe ich jetzt gar nicht, aber hier ist noch ZHT und die. Ich habe gedacht, da steht Zeit. Diese Hände, vielleicht soll das so designmäßig so eine 5 sein, weißt du, so eine römische Zuhälter-Tape. Deshalb ZHT. ZHT 5. So, dann wollen wir noch gucken, was drin ist. Hier sind noch Aufklebers drauf. Könnt ihr in euer Bullet Journal kleben, wenn ihr wollt. Ja, die könnt ihr in euer Bullet Journal kleben, wenn ihr dazu die fetzige Musik hört und bei Bullet Journal gestellt. Hier ist er ein bisschen abgenutzt. Man sieht, das war halt auch der Versandkarton. Da war jetzt nichts außen drum. Ja, vielleicht aber ist auch einfach nur der vielleicht ist auch drin noch eine Box. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was drin ist. Ich habe mir noch nichts angeguckt, unboxing-mäßig. Und vielleicht ist es einfach nur ein schöner Versandkarton. Das wäre natürlich auch was. Die Siegel, schneiden wir die ab oder kleben wir uns die irgendwo hin in deinen Bullet Journal? Die können sie dir hier so auf die Augen kleben. So als Lidschatten. Die kriege ich aber nicht ab, glaube ich. Guck mal. Verdammt, die Schere ist bei Milo. Die wird gerade von Milo bewacht. Krieg ich es doch. Ja, komm, ich schneide es auf. Was soll's. Ich habe eh kein Bullet Journal. Siegel müssen aufgeschnitten werden. Siegel müssen getrennt werden. So wie der Ring geküsst werden muss. So. Ah, ja, wundervoll. Da ist noch mal eine Box drin hier. Mach die mal so rum, weil hier steht nämlich auch schon was hier oben. Das ist ja Alpha Music. Hier ist Alpha auch ein Zettel. Music. Du musst die ersten Zettel durchlesen. Das ist natürlich ein persönlicher Brief vom Boss, glaube ich. Mit seiner bosshaften Handschrift geschrieben. Also ich glaube, es ist ein Lieferschein. Das ist echt so. Das ist kein Lieferschein. Sei gegrüßt, liebe Alpha. In deinen Händen hältst du nun die glorreiche ZHT 5 Deluxe Box und gehörst damit zu einem elitären Kreis von Besitzern dieses historischen Gegenstands. Glückwunsch dazu. Die physischen Inhalte sind unter höchsten Qualitätsansprüchen von mir entwickelt, designt und hergestellt worden und sollen dir ein Stück wahre Bosshaftigkeit in deinen Alltag implementieren. In Kombination mit den musikalischen Inhalten wirst du mit dieser Box dein Lebensgefühl exorbitant upgraden. Und das hast du dir verdient, mein Freund. Ich danke dir für deine jahrelange Treue und Unterstützung und wünsche dir Erfolg, Gesundheit und dass du alles erreichst, was du dir erträumst. Für uns Alphas gibt es keine Grenzen. Vergiss das nie. Dein Kollege.
Es ist wie Spiegel, was? Es ist wie Spiegel. Es ist wie Spiegel. Spiegel. PS, es ist wie Spiegel. Es ist wie Spiegel. Ein Zitat vom Boss, das brauchen wir nicht in Frage stellen. Na, hieb das erstmal raus. Ja, ja, ich versuch's irgendwie raus. Raus. Oh nein, hab ich schon verknickt. Jetzt war schon. Wenn wir schütten es raus, oder? Okay, oder? Geht's? Ja. Also es war tatsächlich nur Bosshaft, der hier steht noch was drin, bevor man da... Lest es mal vor mit einer bosshaften Stimme. Schwarzer Benz, stumme Schreie, der Boss ist back. Der Boss ist back. Benz, stumme Schreie, der Boss ist back. Ja. Was heißt eigentlich M? M? M-A. Alpha Music. Alpha Music Empire. Okay, ich denke... So, hier sind Bilder des Bosses von einst. Ach, hier hinten steht auch was drauf. Da werden Erinnerungen wach, als sich die Rap-Szene revolutionierte. Zu Elder Tape 3, Making of 2009. Ich liebe Making of. Ja, hat auch gerne Making of gemacht. Hier ist leider eine kleine Macke drin, die habe ich auch schon im Versandkarton gesehen. Das ist etwas schade. Vielleicht mag der Postmann einfach den Boss nicht und deshalb. Falsche Seite, oder? Hier geht's, glaube ich, auf. Vielleicht hat sich das Sortiersystem auch gedacht. Magnetverschluss. Oh, das faszinierend. Ist Amazon. Magnetverschluss. Oh, das Bild. Ach, Universalgenie. Ich hätte es dich nochmal lesen lassen müssen. Ich habe so ein Bild dabei. Ich frage mich gerade, hat er da ein T-Shirt an oder ist das nackt? Weil nackt gehen die Nippel. Ach, das ist ein Pullover. Das ist ein Pullover. Also hier könnte man denken, der Boss, das ist Museum nackt. Of Kollega Art Limited Edition. Hier ist er in seinem persönlichen Museum. Dann ist hier das Zu Elder Tape Volume 5 Buch enthalten. Was ist da drin? Es riecht auf jeden Fall wie Lösungsbücher, auch die neuen. Hm, mach mal auf, wir müssen gucken, was für ein Druck ist. Da ist gar nichts drin. Oh. Ist einfach nur zum Angeben. Ach, da stehen die ganzen Titel drin. Ja. Jupp. Faszinierend. Jupp, jupp, jupp. 20 Tracks, also mit Intro und Outro. Das ist natürlich eine Menge für ein Album. Also das sieht man heutzutage nicht mehr oft. Oh. Herzlich willkommen im Zuhörer-Tipp 5. Da war ein Nasen-Make-up-Abdruck. Die Lyrik gießt sich wie flüssiges Gold über den hypnotischen und transzendentalen Chor-Sample-Beat. Rotlichtsonate. Ach, hier steht zu jedem Lied. Steht nochmal eine Seite. Also eventuell eine ganze Seite. Ja, oder? Bostradamus. Ja, das ist ja cool. Da sieht man noch die geistigen Ergüsse zu den jeweiligen Liedern. So gucke ich auch immer aus dem Auto raus. Auf jeden Fall aufs Reinhören. Wenn ich die Leute nicht erkenne. Singles schon mal angehört. Da steht wirklich zu jedem Lied sowas extra. Zum Beispiel steht hier, wenn beim Gipfeltreff das Eis bricht, Titanic Crash. Wie lange haben wir hierauf gewartet? Wie sehnlichst lechzte das Volk nach dem Nachfolger des legendären Tracks Rotlichtmassaker Feat San Diego. Oh, es ist auch wieder Feat San Diego. Also ich muss eigentlich direkt reinhören und es die ganze Zeit pumpen und die Nickel damit dauerbeschallen. Ja. Ja, also das ist cool. Zu jedem Track was Feines. Hier haben wir jetzt auch was ganz Feines. Sieht man es schon. Und zwar das Einstecktuch. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Lappen? Das ist ein Einstecktuch. Ein wundervoll designtes Einstecktuch vom Boss persönlich. Ich habe das in dem Promo-Video gesehen. Das machen sie aber gern bei diesen Lappen. Ich habe die bei diesen Boxen habe ich auch mal einen Lappen dabei. Oh, guck mal, so ein Kartending. So ein Kartenportemonnaie. Da brauche ich jetzt mal ein Einstecktuch. Und da kann ich Zaubertricks machen. Kannst ein Einstecktuch reinmachen und eine Karte. Und dann kannst du sagen, yeah. Dann haben wir hier natürlich das Zuhälter-Tape Volume 5 mit 19 krassen Tracks. Also Intro und Outro ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob es auch noch... Sehen wir uns 20? Ja, 20. Es war in dem einen Lied so eine Zeile, so. 19 krasse Tracks. Aber weiß ja nicht, ob du Intro, Outro... Faszinierend, auf jeden Fall faszinierend. Und die Lyric Launch EP, die ist auch dabei. Da sind coole Tracks drauf, wie zum Beispiel Der Zocke oder die Zigarrenpausen-Bars. Wer es kennt, kennt's. Der Bäcker oder der Coach, wo er dann aus Sicht eines Bäckers oder eines Coaches oder halt aus der Sicht eines Zockers, das ist natürlich unser Song.
Wahnsinn. Die ist auf jeden Fall sehr witzig. Die habe ich gern gehört. Die Lyrik-Lounge-Sachen. Also ich musste mir immer dieses Rotlichtsonate im Auto anhören. Ja, die Rotlichtsonate ist auch cool. Was ist das als ein Mäppchen? Das ist das Mäppchen. Sehr schön designt. Feinstes Rindsleder. Meinst du echt? Das ist doch PU-Leder, oder? Wie viel hast du bezahlt? Keine Ahnung. Achso, sag mal am Ende. Ja. Muss ich auch ganz kurz überlegen. Ich vergesse sowas immer. Es war schon so lange. Universalgenie steht auch hier drauf. Ist natürlich auch mein Motto. Und da ist... Ui. Da ist echt ein Stift drin. Da ist ein Stift drin. Du musst doch ein Bullet Journal anfangen. Ein wunderschöner Stift. Mit Universalgenie drauf. Das ist so ein Stift, den benutzt man doch einfach nie. Kannst du ihn bitte aufmachen? Ist das doch ein Füller, oder? Das ist ein bisschen aus wie eine Patrone. Schraube ich den einfach auf, so. Nein, das ist ein Füller, du musst aufziehen. Oder? Das ist doch ein Füller, ich oder? Das ist ein Kuli, glaube ich. Aber ein Kuli ist doch nicht so ein Boss, schon, oder? Das Universalgenie scheitert schon am Stift. Da. Ja gut, das ist fast ein Füller. Doch, das ist der Stift für den Boss. Da ist jetzt noch so eine kleine Kappe vorne drauf, damit der nicht austrocknet. Das ist aber so ein Stift, den der Boss hat an alles gedacht und hat die Stifte persönlich mit Wachs versiegelt. Verflügelt. Universalgenie, ja, Stifte sind toll. Ja, na, ich finde immer, und sowas benutzt man halt leider nicht. Sieht man es? Alpha Music Manschettenknöpfe. Die musst du dann zusammen mit diesem Täschchen nehmen, da steht nämlich das auch das Ma drauf. Ja. Und zusammen mit deinem Lappen. Und im Einstecktuch. Kann man auch schön als Dings nehmen. Guck mal, wir können das dann auch schön anrichten. So, ich habe richtig gespürt, wie die Bosshaftigkeit in mir erwacht. Und deshalb musste ich die Manschettenknöpfe ausprobieren. Jetzt habe ich endlich mal wunderschöne Manschettenknöpfe. Ich habe mir für unsere Hochzeit mal Xbox-Manschettenknöpfe gekauft. Die sahen so billig aus. Die waren von Wish, glaube ich. Die waren bei Wish bestellt. Das ist so, ich gucke jetzt mal, ob hier noch was drinnen ist. Ich glaube nicht. Sehe ich neben dir aus wie so ein Straßenmädchen. Mein Straßenmädchen. Nee, das ist aber eine sehr schöne Box, finde ich. Aber da ist nichts mehr drin. Ja, hast du jetzt kaputt gemacht. Nein. Das mache ich wieder so, damit man das wieder rauskriegt. Das ist auch sehr ausgeklügelt, damit man das hier rausbekommt. So. Kriegst du wieder rein. Reinkriegst du nicht. Ah! Ich quetsche es einfach rein. So. Gut. Ich tue erstmal alles rein. Ich vermisse noch einen Download-Link. Das ist wahrscheinlich hier irgendwo drin, oder? Ich packe die immer so ungern aus. Und verkratzen die ja. Ja, aber das ist wirklich... Sehr cool, freut mich. Du musst es wieder auspacken, gell? Du musst es wieder reintun. Achso, ich muss den Stift wieder reintun. Ja, eigentlich kann ich auch ausgepackt lassen, ich will ja eh hören. Ja. Obwohl, dann passt es da besser rein, gell? Lyrik Lounge EP. So, ich hoffe, unser kleines Unboxing hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht vorbestellt habt, es sind noch Boxen da, glaube ich. Stand zumindest heute auf der Seite. Ja, ansonsten kauft ihr euch Musikboxen. Ich kenne das nur. Also es macht natürlich jeder so eine Box, aber ich... Hab so mitbekommen, dass das übelst krass ist im Moment beim K-Pop, dass da das wieder übelste Boxen raus. Ja. Übelste, ja. Und da gibt es sogar Überraschungsboxen. Da hat dann jedes Mitglied zum Beispiel von Blackpink hat dann eine eigene Box. Ach so. Und du weißt nicht, was du für eine Box hast. Das ist ja interessant. Das heißt, du musst dir dann 20 Boxen kaufen, damit du von jedem einen hast. Ich kenne das auch nur aus dem Rap mit den Boxen. Weil irgendwie, wenn du eine Box verkauft hast, ist deine Chartplatzierung höher, weil die ja viel teurer ist. Und es geht ja da um Kohle und keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Hier hinten, da hast du gelesen. Vom Buch. Da ist der Boss sich nicht zu schade für. Mit diesem Druckexemplar gehört es exklusiv ein... Okay. Da ist jemand Doktor. Die Schrift ist nicht so leicht zu entziffern, deshalb versuche ich es gleich nochmal. Ich muss es erst entziffern. Das hat er bestimmt selber draufgeschrieben mit dem Goldstift. Gehe ich mal stark davon aus. Das ist eine schöne Handschrift, aber schwer zu lesen. Ja, das ist echt eine schöne Handschrift, aber ich kann es auch nicht lesen. Da ist der Boss sich nicht zu schade für. Mit diesem Druckexemplar gewährt er exklusive Einblicke hinter die Kulissen und präsentiert noch nie veröffentlichte Bildnisse sowie zahlreiche Schriftstücke zu jedem seiner Tracks. Das geht doch. Was steht hier? Ja, lest mal. Ich habe es vorhin schon vorgelesen. Das sind natürlich exklusive Bilder für mich. Soll ich das rumnehmen? Ich habe ein paar gezeigt. Steht da Zuhälter-Tape.
Nein, da steht Universalgenie. Als Universalgenie habe ich das natürlich sofort erkannt. Das Buch. So, und jetzt höre ich so genüsslich Musik und lese dabei das Buch. Und guckst dir das Bild an. Den Worten des Bosses. Und dann nimmst du deinen Stift in die Hand und guckst dir so das Bild an. Und dann mache ich meine Steuerabrechnung. Ja. Hab ich ja schon mal jetzt kannst du die Steuer machen wie ein Boss. Ja. Also bleib gesund. Kreativ. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Verspielt noch. Was? Den bleiben. Nee, bleib gesund, kreativ und bis zum nächsten Mal. Ich habe verspielt vergessen. Ach so. Catchphrase.